einem halben Jahrtausend. Das kleine Land am westlichen Zipfel Europas erlebt sein goldenes Zeitalter. Seine Seefahrer haben die halbe Welt umsegelt und Reichtum ins Land gebracht. Fröhliche Feste, weinselige Stimmung und nicht allzu selten Streit um schöne Frauen. Die Portugiesen tragen den Streit auf ihre Weise aus. Mit dem Pau, dem Holzstock, den sie immer bei sich tragen. Jahre später. Der einstige Stockkampf wandelt sich zum modernen Sport. Jogo do Pau, das traditionelle Spiel mit dem Stock, versucht so zu überleben. Seit langer Zeit zum ersten Mal finden wieder nationale Wettkämpfe statt. Hier zu gewinnen, ist für die kleine Handvoll verbliebener Stockkämpfer die höchste Ehre. Der Minho, Geburtsstätte Portugals. Hier, im äußersten Norden des Landes, beherrscht noch immer eine tiefe Religiosität das Leben der Menschen. Der absolute Höhepunkt des Jahres, das Fest des heiligen Michael in Cabeceiras de Basto. 11 Tage wird gefeiert. Die Prozession mit mehr als 25 tragbaren Altären ist die größte an der Costa Verde, der grünen Küste. Neben der Prozession die Hauptattraktion, der nordportugiesische Stierkampf. Kein Fest ohne einen anderen beliebten Kampf. Aber was heute als Rahmenprogramm des Festes von São Miguel aufgeführt wird, war früher oft blutiger Ernst. Als ich ein Junge war, da sind wir immer alle mit dem Weidenstock auf die Festa von São Miguel gegangen. Mit diesen Stöcken hier. Denn irgendwann, nach ein bisschen Reden und ein wenig Wein, gab's Prügeleien. Und wir waren vorbereitet auf den Kampf. Manchmal gab es Streitigkeiten, die zurückgingen auf Wasserprobleme oder Liebesgeschichten zwischen den Gemeinden. Und das hat man dann hier geklärt. Da gab es immer Prügeleien auf diesem Fest von São Miguel. Man hat sich die Streitereien für das Fest aufgehoben. Am Ende musste dann sogar die Polizei am Eingang des Festes stehen und hat den Leuten, die rein wollten, die Stöcke abgenommen. Das war wirklich gefährlich damals. Heute geht es den Männern nicht mehr um das Ausfechten von Streitigkeiten. Sie wollen das Jogo do Pau als traditionelles Spiel bewahren. Das Dorf dieser Männer ist nur 15 Kilometer von der Bezirksstadt Cabeceiras de Basto entfernt. Zwischen den sanften Hängen mit ihren eindrucksvollen Findlingen liegt die 500-Seelen-Gemeinde Bukosch. Noch immer leben die Menschen hier vor allem von der Landwirtschaft. Das Klima des Minho ist günstig. Mais, Weizen, Kartoffeln, Kohl und Zwiebeln reifen schnell auf den kleinen Feldern der Bauern. Häufiger Regen und Wärme sorgen für üppige Ernten und hervorragenden Wein.
Die Lese ist schwierig, denn die Weinstöcke ranken sich bis zu 3 Meter an Bäumen und Stangen hoch. In Bukos scheint die Zeit stillzustehen. Das tägliche Leben ist auch heute noch geprägt von schwerer körperlicher Arbeit. Trotz des harten Lebens hier oben im Norden, sie sind stolz auf ihre Heimat, ihr Dorf. Das Zentrum des Ortes ist der kleine Laden des alten Jogodopau-Meisters Uridesh Oliveira. Hier kauft man getrockneten Bacalhau, Stockfisch, der fast täglich auf den Tisch kommt. Und alles, was man sonst zum Leben braucht. Und es ist der Treffpunkt nach einem harten Arbeitstag. Denn hier gibt es den neuesten Klatsch und lange Diskussionen über Fußball, des Portugiesen liebste Nebenbeschäftigung. Uridesh ist stolz auf seinen kleinen Laden und die Menschen, die ihn hier seit fast einem halben Jahrhundert besuchen. Am 5. Februar 1952, da habe ich den Laden hier aufgemacht, weil ich von der Armee entlassen wurde. Ich war in Mafra stationiert, wurde dort Unteroffizier und dann kam ich ins Casino. Und weil es im Casino eben alles zu essen gab, da dachte ich, hier ein Geschäft aufzumachen. Das wäre doch eine gute Idee. Anfangs habe ich nur ein Problem gehabt. Ich habe immer zu viele Waren angeschrieben. Und kurzerhand hat Uridesh dieses selbstgemalte Bild unter die Ladentheke gehängt. Erst wenn dieser Hahn zu krähen beginnt, wird wieder etwas verliehen. Gute Taten wollte er von da ab lieber als Ortsvorsteher vollbringen. Ja, ich war Dorfschulze 23 Jahre lang. Ich habe überall Straßen gebaut und Wasser zu jedem Haus, ohne dass sie dafür bezahlen mussten. Das habe ich gemacht und noch viele andere Sachen. Aber das waren meine Hauptleistungen. Auch Uridesh Sohn Manuel ist im öffentlichen Dienst tätig. Die Leute hier im Bezirk Cabaceiras de Basto leben bzw. lebten vor allem von der Landwirtschaft. Im Augenblick verändert sich das. Sie erbringen mehr Dienstleistungen und arbeiten in der Industrie. Hier gibt es mittlerweile einige Verarbeitungsfabriken. Die Tradition ist trotzdem sehr wichtig, denn die Leute hier sind dieser Tradition tief verbunden. Sie haben ihre Wurzeln noch nicht vergessen. Das Jogodopau, so wie es hier in Cabaceiras de Basto gespielt wird, genauer in der Schule von Bukos, ist wohl dem ursprünglichen Spiel am ähnlichsten. In der Tat ein sehr ruppiger, brutaler Kampf. Und hier, so denke ich und auch andere Jogodopau-Experten, hat es sich am wenigsten verändert. Kaum verändert hat sich auch die Einstellung zur Kirche. Die Menschen sind seit Hunderten von Jahren streng gläubig. Gott spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben.
Zumindest die Alten gehen noch immer täglich zur Messe, auch wenn nicht jede Kirche so prachtvoll ist wie die Barockkirche in Cabejeiras de Basto. Nach dem sonntäglichen Kirchgang bereitet Maria, Uridesch Frau, in stundenlanger Arbeit ein festliches Mahl. In der kleinen Wohnküche direkt über dem Laden kocht sie die Lieblingsspeise ihres Sohnes Manuel. Hühnerfrikassee mit Reis und in Milch eingelegtes, in Öl ausgebackenes Brot. Süß und schwer, wie die meisten Portugiesen es mögen. Das gemeinsame Essen am Sonntag ist immer noch etwas Besonderes. Man fährt am Wochenende nach Hause zu den Eltern oder alten Freunden. Manchmal von weit her, denn die jungen Portugiesen leben heute bevorzugt in der Großstadt. Die deftige Hausmannskost harmoniert perfekt mit den sonnengereiften Weinen Portugals. Bei vielen Familien im Minho von den eigenen Weinstöcken. Nach dem Essen treffen sich Männer aus Bukosch zum Kartenspielen im Nebenzimmer von Uri der Schladen. Ein gutes Glas Wein und zotige Sprüche während des Spiels, das ist ihr Sonntagsvergnügen. Wer nicht Karten spielt, geht zum Schulhof. Dort beginnt gerade das allwöchentliche Jogo do Pau-Training. Am Ende jeder Schlagsequenz reicht man sich die Hände. Uridesch ist der Meister. Weit über 70 gibt er sein umfassendes Wissen an die Jungen weiter. Die Technik hier im Norden ist rau und kämpferisch. Meist wird der Stock mit beiden Händen gehalten. Schnelle Rotation ermöglicht dem geübten Spieler, die Kraft des gegnerischen Angriffs für die eigene Aktion zu nutzen. Das Spiel ist hart. Ein Treffer, trotz aller Vorsicht der Spieler, kann wehtun. Aber der Trost vom Dorflehrer hilft schnell. Wenn ich früher mit ihnen gespielt hätte, da hätte ich sie verprügelt, selbst wenn sie mein Freund gewesen wären. Immer auf den Kopf, bis einer von uns ins Krankenhaus muss. Das war das echte Spiel. Die Alten hatten ihre eigenen Techniken, die sie uns heute natürlich nicht mehr beibringen. Heute steht die Freude an Bewegung und schnellem Schlagabtausch im Vordergrund. Es geht weder ums Verletzen noch um Punkte. Aber bald findet die portugiesische Meisterschaft in Lissabon statt. Für diese jungen Spieler wie Diogo und Daniel eine neue Herausforderung. Denn dort gibt es Regeln, Punkte, Gewinner und Verlierer. Es wäre schön, Champion zu sein, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wir fahren ja hin, weil wir weiter lernen wollen. Wir üben schon lange, aber wir sind jung und können noch nichts, verglichen mit einigen Leuten aus unserer Gruppe. Die haben uns zwar schon viel beigebracht, aber die wissen noch viel, viel mehr als wir. Wir wollen dahin, um etwas zu lernen. Wir wollen vor allem Erfahrung sammeln. Wir waren noch nie auf einem Turnier. Wir werden mit anderen Leuten zusammen sein und unser Bestes geben. Und dann sehen wir, was passiert. Manuel Oliveira Ogaix, der andere große Jogo do Pau-Meister in Bukosch. Aus Weidenholz baut er die Stöcke für seine Spieler. Dabei erinnert auch er sich an Zeiten, als der Stock noch zur Klärung von Streitereien benutzt wurde. Ich wäre fast dabei gestorben. Hier habe ich einen Schlag abgekriegt.
Da sieht man heute noch die Narbe. Der Grund für diese Schlägerei war, dass die Frau meines Nachbarn sich mit einem anderen unterhalten hat. Da haben wir beschlossen, diesen Mann zu besuchen. Wir also nachts dahin. Die haben uns schon erwartet und die Prügelei ging los. Aber so richtig. Mein Kollege und ich, wir haben ganz schön was abgekriegt. Manuel baut jeden einzelnen Stock von Hand. Große Erfahrung und Liebe zu dem Spiel stecken in jedem seiner kleinen Meisterwerke. Das Spiel wird nicht sterben. Uridisch und ich, wir kümmern uns darum. Wir sind zwar schon alt, aber unsere Enkel werden weiterspielen. Und wir werden alles tun, damit der Chocotopao in Bukosch niemals stirbt. Fragt sich nur, ob die Jungen auch in Bukosch bleiben werden. In Bukosch bleiben? Niemals. Es gibt überhaupt keine Arbeit hier. Was soll man denn hier tun? Nur wenn wir auf dem Feld arbeiten, als Bauer. Keine Frage, dass ich von hier weggehe. Ich werde auch weggehen. Ich will zur Uni und dann werde ich sehen, was ich tue. Ich studiere und gehe dann dahin, wo ich einen Job bekomme. Und das wird niemals hier in Bukosch sein. Die Zukunft der Jugend liegt in den größeren Städten mit ihren Universitäten und Fabriken. Landflucht ist das große Problem der bäuerlichen Provinzen Portugals. Aber immerhin, es lässt sich vortrefflich Jogo do Pau spielen hier in Bukosch. Vor allem, wenn die Erwachsenen nicht zuschauen. Hier oben, in den Bergen über Bukosch, kämpfen sie besonders gerne. Vater und Sohn Oliveira. Jogo do Pau ist sehr anstrengend. Das Spiel und seine Technik sind rasant, sowohl beim Angriff als auch bei der Verteidigung. Und darum sind die Bewegungen so schnell, dass unser Körper oft schon nach wenigen Sekunden müde ist. Da unsere Gegner unsere Freunde sind, kontrollieren wir den Stock und schlagen vorsichtig zu. Aber wenn unsere Gegner sich nicht richtig verteidigen, kann es trotzdem zu Unfällen kommen. Manchmal landen die Leute dann sogar im Krankenhaus. Denn unser Spiel, das Spiel unserer Schule, erfordert Schnelligkeit. Es ist sehr gewalttätig, sehr rau. Wenn die Leute nicht konzentriert spielen, ist Jogo do Pau sehr gefährlich. Das ist Jogo do Pau. Das alte Spiel in einem neuen Kleid. Tradition und Moderne treffen in nur wenigen Städten auf so engem Raum zusammen wie in Lissabon. Moderne Glasbauarchitektur findet sich unmittelbar neben halb verfallenen historischen Palästen. Fünfspurige Autobahnen münden in Kopfsteinpflastergassen.
winzige Einzelhandelsgeschäfte neben monumentalen Einkaufszentren. Betriebsamkeit ohne Hektik. Beschauliche Plätze inmitten der Großstadt. Am Eingang des riesigen Naturhafens am Tejo die Erinnerung an die Großen der portugiesischen Geschichte. Allen voran Heinrich der Seefahrer. Dahinter Entdecker, Kartografen, Seeleute. Und schon hier ist ein Stock zu finden. Nuno Russo verkörpert das moderne Lissabon. Mit seinem Motorrad schlängelt er sich durch den dichten Verkehr. Er ist auf dem Weg zur Arbeit. Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt er eine Import-Export-Firma. Aber sein Herz gehört dem Jogo do Pau. Anfang der 70er Jahre zog er durchs Land auf der Suche nach noch lebenden Meistern des Spiels. Seit dieser Zeit widmet er dem Jogo do Pau jede freie Minute. Vor 20, sagen wir 30 Jahren, als ich damit angefangen habe, mich für Jogo do Pau zu interessieren, gab es kaum Quellen. Die meisten Schulen waren geschlossen und die alten Meister im Norden des Landes hatten kaum Nachwuchs. Es gab ein oder zwei Ausnahmen, wie zum Beispiel die Schule in Cabeceiras, die es geschafft hat, mit mehr oder weniger Schülern zu überleben. Auch in Fafe gab es noch zwei Schulen, von denen heute nur noch eine existiert. Man kann sagen, dass Jogo do Pau war praktisch tot. Schüler von Nuno. Sie trainieren für die Meisterschaft. Auf Kraft und Treffgenauigkeit kommt es hier an, weniger auf tänzerische Eleganz und spektakulären Schlagabtausch. In Lissabon spielen mittlerweile auch wieder Mädchen Jogo do Pau, was früher keine Seltenheit war. Nuno will den ursprünglichen Gedanken des Spieles, den Gegner zu schlagen, wieder in den Vordergrund stellen. Nicht mit Gefahren für Leib und Leben, sondern im fairen sportlichen Wettkampf mit Regeln und Punkten. Zuerst haben wir versucht, alle im Kampf benutzten Techniken zu sammeln. Wir kennen ja die Schaukämpfe von heute. Aber da ist der echte Sinn des Spiels nicht zu finden. Der wahre Geist ist der Kampf an sich. Deswegen gibt es das Jogo do Pau. Und wir haben dann versucht, alle brauchbaren Kampftechniken in unser Spiel zu integrieren. Der große Tag der nationalen Meisterschaft ist gekommen. Heute wird sich zeigen, welcher Kampfstil erfolgreicher ist. Ungewohnt für alle Teilnehmer sind die hinderlichen Schutzanzüge. Gut gepolstert, mit Fechtmaske vor dem Gesicht, tritt Diogo aus Bukosch im ersten Kampf gegen einen Kontrahenten aus Lissabon an. Gleich hier treffen die verschiedenen Schulen aufeinander. Der Kampf beginnt. Diogo fackelt nicht lange und greift schnell an. Der erste Punkt geht an ihn. Aber bald stellt sich der Gegner auf seinen Kampfstil ein. Uridesch bekommt die ersten Sorgenfalten. Er ist gegen diese Art des Spiels. Die Auseinandersetzung von dreimal einer Minute Länge ist nicht seine Sache. Und dass fünf Schiedsrichter die Treffer feststellen, kann in seinen Augen nur zu Ungerechtigkeiten führen. Er protestiert. Ja.
Auch Diogo fühlt sich nach den ersten strittigen Urteilen betrogen. Enttäuscht bricht er den Kampf ab. Warum ich aufgegeben habe? Ich habe aufgegeben, weil ich ungerecht behandelt wurde. Es stand unentschieden. Darum hätten wir um die Entscheidung kämpfen müssen. Dann wurden mir Punkte verweigert und dem Gegner zugesprochen. Das war der Grund. Aber Diogos bester Freund Daniel hat noch eine Chance. Mit großer Konzentration hat er sich bis ins Finale vorgekämpft. Bei diesem Kampf erkennt man ihn an der grünen Armbinde. Die vorausgegangenen Gefechte haben ihre Spuren hinterlassen. Der Kampf beginnt nur schleppend. Beide taktieren. Dann Treffer für Daniel. Auch Manuel freut sich. Ende des zweiten Drittels. Es steht unentschieden. Jeder Spieler hat 7 Treffer gelandet. Dann beginnt die entscheidende dritte Minute. Jetzt geht es um alles oder nichts. Dem Schlag in Richtung seines Kopfes kann Daniel ausweichen. Er geht sofort in den Gegenangriff über und trifft. Dann ist die Zeit um. Der Kampf beendet. Daniel gewinnt knapp mit 8-7. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung und habe nie gedacht, dass ich gewinnen würde. Aber ich habe gesiegt. Am Ende des Tages können Urides und die Männer aus Bukos jubeln. Sie sind die erfolgreichste Mannschaft bei dieser Meisterschaft. Aber gewonnen hat vor allem Jogo do Pau.